Ja, liebe SG-Freunde und Devil-Fans, ein herzliches Willkommen am heutigen Sonntag zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel der Devils gegen die Hartford Hawks. Endstand 4:0, Drittelergebnisse 3-0, 0-0, 1-0. Zuschauerzahl 785, Strafzeiten bei unseren Gästen aus Hartford 5, bei unseren Devils 8. Kommen wir zum Spiel. Herzlich willkommen erstmal, Volker Hartmann, hier bei der Pressekonferenz, dass du dir die Zeit nimmst und Dankeschön auch, Bohim, für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Volker, zu deiner Mannschaft, ihr habt recht schwer ins Spiel reingefunden, relativ schnell in der ersten Minute das 0-1 kassiert, dann gleich drauf das 2-0, nach 13 Minuten stand es schon 3-0. Danach habt ihr das Spiel offen gestaltet. War das schon der ausschlaggebende Faktor, dass es heute nicht zum positiven Ergebnis gereicht hat aus eurer Sicht? Oder woran hat es gelegen, außerdem vielleicht noch? Erstmal guten Abend zusammen, Glückwunsch zum Sieg. Wir hatten uns ja schon klar gesagt, erste Drittel verpennt, drei Stück gleich kriegt nach 13 Minuten. Natürlich auswärts immer schwer nachzurennen, aber wir haben ja trotzdem dann noch 47 Minuten Zeit, das Ding zu wenden. Hatten eigentlich viele Chancen heute, aber irgendwie ist nichts rein. Auch Überzahlsituationen hatten wir genug, aber leider, zur Zeit ist es ein wenig kurios, jetzt schießen wir wieder keine, kriegen aber dafür weniger, aber es war mal vor ein paar Wochen noch anders da. Aber gut, so ist der Sport, kann man nichts machen. Aber wenn es halt so ein Drittel verpennst, wie wir das erste Drittel, dann ist es schwer, auswärts zurückzukommen. Und dem war dann auch so. Und auch hinten raus verdient dann für Ulm der Sieg. Ja, danke dir, Herr Volker. Ja. Bobby, kommen wir zu unserer Mannschaft. Losgelegt wie die Feuerwehr, relativ zügig, wie gesagt, gerade eben diese drei Tore vorgelegt. Und dann haben wir irgendwo das Gefühl gehabt, ja, das wird schon von alleine irgendwie gehen. Drittel 2 und 3 waren dann nicht mehr so ganz erbaulich. Ich habe das Gefühl gehabt, naja, wir kommen da vielleicht gerade so über die Runden, wir waren da schon heimschaukeln. Aber reine Kopfsache dann in dem Moment, wenn man dann so früh 3-0 führt und das Gefühl hat, man kann eigentlich das Spiel heimfahren, dass man dann damit dann in die Spur findet. Oder von deiner Sicht aus? Hat schon viele Fragen. erst einmal ein Riesenkompliment und Dankeschön nochmal an unsere Fans für die Unterstützung am Freitag und heute auch wieder. Also es ist phänomenal, was ihr da jedes Mal abreißt. Und die Mannschaft braucht es und wir wissen das auch zu schätzen und hoffen, dass wir es immer mit guter Leistung zurückzahlen, auch wenn man vielleicht mal Spiele verliert. Aber vielen Dank dafür. Zum Spiel. Wir haben heute richtig gut begonnen, haben eigentlich schnell aggressiv angefangen, wollten auch spielen, Gegner schnell unter Druck setzen, auf Fehler lauern, die eiskalt zu Ende spielen, haben wir gut gemacht. Dann haben wir echt einen Überzahl und ein Tor geschossen, komisch, weil Überzahl ist irgendwie seit zwei, drei Spielen ein bisschen rot bei uns. Beide Mannschaften heute mit einem schwachen Überzahlspiel, schaut halt alles immer gefällig aus, aber eigentlich ist nichts Zwingendes aufs Tor kommen oder hat keine Schüsse aufs Tor, nur alles daneben. Ja, ist halt ein bisschen ein Problemton, aber bei uns müssen wir arbeiten weiter dran. Dafür Unterzahl ein bisschen stabiler gestanden wieder und die Scheiben weggeräumt, die vorm Tor lagen, das ist auch wichtig. Ob es eine Kopfsache ist, weiß ich jetzt nicht. Die Jungs wissen, was gefordert ist. Vielleicht machen sie sich gerade ein bisschen viel Druck selber, wo sie eigentlich gar keinen so großen Druck haben. Ich habe das denen auch gesagt, wir haben am Freitag bei der Top-Mannschaft auswärts verloren. Da kannst du verlieren, da brauchst du dich nicht dafür schämen. Wir müssen halt einfach schauen, wie wir es analysieren und wie wir dagegen dann halt weiter vorgehen, wie man halt das Spiel besser machen kann. Ja, und im Großen und Ganzen haben wir dann irgendwie im letzten Drittel nochmal den Faden zurückgefunden, nachdem wir uns im zweiten Drittel eigentlich fast selber wieder bestrafen wollten heute für das Spiel und irgendwie gemeint haben, ja, wir müssen hier doch verlieren. Haben dann Glück gehabt, dass wir so einen bärenstarken Torwart heute drin haben, der uns das Spiel allein gewonnen hat dann im zweiten Drittel. Wenn ich das sehe, was der alles rausgeholt hat, das war phänomenal. Absoluter Garant heute für drei Punkte, hat er sich auch verdient, der Güssi. Wenn man zu Null spielt gegen Hasford, dann hat man, glaube ich, ziemlich viel richtig gemacht hinten drin, obwohl es manchmal ein bisschen brenzlig ausgeschaut hat. Aber wir haben halt einfach auch zu viel Strafen genommen gegen Hasford. Da wirst du normalerweise nicht so viel Glück haben. Ja, Volker, da komme ich gleich nochmal zurück auf dieses Überzahlspiel, weil ihr hattet nochmal die Möglichkeit, auch zu Beginn des letzten Drittels mit vierminütiger Überzahl das Spiel nochmal zu wenden. Dort habt ihr auch richtig gute, dicke Chance noch gehabt. Wie gesagt, Maximilian hat auch genial nachher gehalten. Lag sicherlich nicht nur am Unvermögen eurer Stürmer, sondern natürlich auch mal echt sehr, sehr stark Torhüter. Aber wäre das nochmal der Wendepunkt gewesen, um euch da die Aufholjagd zu ermöglichen, von deiner Sicht aus?
Ja klar, Ziel war freilich, wenn wir rauskommen, dass wir das 3-1 machen, dass man einfach, weil wenn mal einer reinfällt, dann geht vielleicht auch Ruck durch die Mannschaft, aber es war halt einfach nicht so, haben wir oft das Tor nicht getroffen, guter Torhüter war freilich überragend von Ulm, aber wir hätten einfach, glaube ich, halt noch 70, 80 Minuten spielen können und wir hätten kein Tor geschossen. So Tage gibt's. Ich kenne den Hass vielleicht nicht weniger, weil wir immer viele Tore geschossen haben. Aber zurzeit ist es immer wegen verdreht, alles die Welt, aber es kommen dann wieder andere Spiele und dann hoffe ich, dass wir auch wieder treffen. Ja, deswegen auch der Ausblick auf die kommenden Partien. Es geht ja ruckzuck weiter, wir sind dann mal bei Halbzeit. Also sprich, es ist ja auch noch lange nichts entschieden. Und wie man sieht, anhand der letzten Spielergebnisse, hier kann auch jeder jeden schlagen in der Aufstiegsrunde, keine Frage. Und ihr habt mit Sicherheit das Ziel auch nicht aus den Augen verloren. Wie gesagt, nicht einmal die Halbzeit. Von der Einstellung her an deine Mannschaft wird es wahrscheinlich dort keine größeren Veränderungen geben. Das Ziel wird immer straight on sein, natürlich weiterhin auf Platz 4 hinzuarbeiten. Ja, natürlich. Es ist gab das Halbzeit, genug Punkte noch zu vergeben. Jetzt haben wir am nächsten Freitag Bad Aibling zu Hause. Ja, das ist natürlich ein Spiel, die müssen wir einfach schlagen. Wenn wir da versagen sollten, dann ist es natürlich schon sehr aussichtslos, sag ich mal. Aber ja, wir haben noch genug Spiele. Es sind noch viele Punkte, wo wir holen können. Und für uns ist es noch nicht abgehakt, auch wenn wir jetzt nicht so dastehen, wie wir wollten. Freilich haben wir uns das alles anders vorgestellt, aber so ist es im Sport. Gell? Ja. Ja, so sieht es auch aus. Es ist natürlich nichts entschieden und wie gesagt, die Runde geht noch lange und es kann durchaus noch einiges passieren. Bobby, die Frage an dich, was macht unser verletzter Spieler Peter Brückner, den hat man ja auch heute vermisst und einige haben danach gefragt, wie schwer ist seine Verletzung und wann kann man wieder mit einer Rückkehr rechnen, sprich auch von den anderen beiden Spielern, ob die nochmal in der nächsten Zeit einsatzfähig sind, wie sieht es denn da aus? Peter hat eine Schnittwunde am Fuß, wir müssen jetzt einfach abwarten, er wurde genäht, jetzt muss man einfach mal eine Woche, zwei Wochen abwarten, wie die Narbe verheilt. Er will am Donnerstag probieren, aufs Eis zu gehen, ob es dann reicht, müssen wir kurzfristig dann entscheiden, das werden wir dann sehen. Wir haben zum Glück nur ein Spiel am Wochenende, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir ihn stabil bringen für das Spiel, dass wir zumindest da arbeiten können, aber wie gesagt, wir jammern dann nicht, wir haben noch ein paar mehr Verletzte, die uns abgehen. Aber wir haben einen guten Kader, tiefen Kader, wir können darauf reagieren, auch wenn mal so ein wichtiger Spieler ausfällt. Und wir haben 3 Punkte geholt das Wochenende, das ist das, was wir uns vorgenommen haben, was wichtig ist für uns, dass wir oben dran bleiben. Vielleicht die Kontrahenten uns ein bisschen weghalten auch, dass die Punkte auch nach vorne hin ein bisschen Luft geben, auch uns zum Arbeiten. Ja, und jetzt muss man einfach für Woche weiterarbeiten mit dem, was wir haben, mit dem, was wir kriegen und schauen, dass wir einfach weiter Gas geben. Ja, danke dir, das war schon mal der Ausblick auf die kommende Partie oder auf die kommenden Partien, sage ich mal. Da kann ich gleich den Hinweis geben. Natürlich das nächste Spiel am nächsten Freitag auswärts in Moosburg. Es gibt ja auch Mitfahrgelegenheit bei unserem Fanclub natürlich. Es fährt ein Auswärtsbus wieder mit und die Mannschaft wird auch tatkräftig wieder unterstützt werden. Dann haben wir dann schon das nächste Auswärtsspiel eine Woche später, ebenfalls am Freitag. Da dürfen wir dann nach Hasford fahren. Dann sind wir Gast bei euch. Da freuen wir uns drauf. Auch dort werden sicherlich einige unserer Fans mitfahren. Vor allem die Damen waren ja ein schöner Eindruck hierhin. Ich glaube, da wird der eine oder andere Fan gern zu euch nach Hasford kommen und mitkommen. Wenn man so ein tolles und engagiertes Helferteam ja bei euch hat. Ja, ihr habt ja eine Zeitnahme, herrlich, wunderbar. Da freuen wir uns drauf. Ja, das wie gesagt, das ist dann die nächste Auswärtsaufgabe. Nächstes Heimspiel möchte ich natürlich auch nicht vergessen anzukündigen. Haben wir dann am 9.2. hier am Sonntag um 18 Uhr. Gegner wird dann sein Buchloe. Also bin ich schon mal vormerkt, da haben wir noch was gut zu machen vom vergangenen Freitag. Und ich gehe mal davon aus, dass unsere Mannschaft das auch diese Scharte auswärzen möchte. Frage noch ans Publikum bzw. an die Presse. Gibt es noch Fragen hier an die beiden Trainer? Keine Fragen. Dann darf ich euch noch die Ergebnisse, soweit sie vorliegen, verkünden vom heutigen Spieltag. Moosburg Buchloe 2-5, Dingolfing Kempten 2-6. Und nach dem zweiten Drittel noch nicht beendet, Amberg Bad Aibling 3-0. So schaut es aus. Ich bedanke mich von meiner Seite aus bei beiden Trainern für die Teilnahme der heutigen Pressekonferenz. Ich wünsche Volk und seiner Mannschaft und den mitgereisten Fans natürlich eine gute Heimreise bis nach Hasford hoch. Und wir sehen uns dann wieder hier am 9.2. Bobby, deiner Mannschaft natürlich viel Erfolg am nächsten Freitag in Moosburg. Danke, macht es gut. Ciao.